Ice Cream Rolls kommen eigentlich aus Thailand, sind der Hit des Sommers und erobern nun auch Kassel. Die kleinen süßen Röllchen schmecken und erfrischen nicht nur gut, sondern die Entstehung jeder einzelnen Portion ist noch dazu ein eigenes kleines Schauspiel. Davon wollten wir uns selbst überzeugen und besuchten Freidun Sadek in seinem neu eröffneten Roll Ice & Coffee Shop in der Königsgalerie. Was das Besondere an der erfrischenden Leckerei ist, hat uns der Trendmacher gern verraten. Ja, das Besondere daran ist, dass man das frisch vor den Gästen zubereitet. Zum Beispiel kann sich ein Gast aussuchen, welche Toppings er möchte, und es gibt wirklich alle Obstsorten, die man sich vorstellen kann, und alle Schokosorten zum Beispiel. Kann einer aussuchen, er möchte Oreo mit Erdbeer, das kommt auf eine kalte Platte drauf. Das wird dann vor seinen Augen zerhackt und mit Spachteln wird das dann klein gemacht und dann kommt die Milchmasse noch drauf. Das ist meistens, also das beliebteste ist immer Milchgemisch mit Vanillegeschmack. Das kommt da drauf, das wird zerhackt, wird auf die Platte dann gedrückt und dann wird das gerollt. Und dann hat man dieses Roll-Eis und man schmeckt wirklich das, was man sich ausgesucht hat. Ansehnlich im Eisbecher drapiert, werden die Ice Rolls am Ende noch nach Kundenwunsch beispielsweise mit Blaubeersahne, Schokosoße und allerlei Toppings verfeinert. Fertig ist der Eistrend des Sommers und der scheint anzukommen. Lecker!